Hallo und willkommen zu Diktat 34 aus unserer Reihe Deutsch üben. Dieses Diktat ist wieder ungefähr auf Niveaustufe B1, B2 und wir gehen vor wie gewohnt. Du nimmst etwas zum Schreiben, Papier und einen Stift, schreibst den Text, den ich dann gleich diktiere und wenn wir fertig sind mit dem Diktat, dann korrigierst du deine Fehler anhand der Musterlösung. Bevor wir loslegen, ich lese erst den ganzen Satz, dann diktiere ich den Text nochmal und du schreibst mit und ergänzt bitte auch die Satzzeichen. Genau, und schon kann es losgehen. Ein Wort habe ich noch, das ich ergänzen möchte, nämlich Meißen. Meißen ist eine Stadt im Osten Deutschlands und dort gibt es eine relevante Porzellanindustrie und genau darum wird es in unserem Diktat auch gehen, nämlich um die Porzellanmalerei. Und das ist auch die Überschrift. Ich würde sagen, du startest oder du schreibst die Überschrift Porzellanmalerei. Dann lese ich den ersten Satz. Nicht wenige junge Menschen sehen in der Porzellanmalerei ihren zukünftigen Traumjob. Und du schreibst bitte, nicht wenige junge Menschen. Nicht wenige junge Menschen sehen in der Porzellanmalerei. Nicht wenige junge Menschen sehen in der Porzellanmalerei. In der Porzellanmalerei ihren zukünftigen Traumjob. Ihren zukünftigen Traumjob. Nächster kurzer Satz. Von den Bewerbern wird jedoch ein hohes Engagement erwartet. Und wir schreiben von den Bewerbern wird jedoch ein hohes Engagement erwartet. Von den Bewerbern wird jedoch ein hohes Engagement erwartet. Punkt. Punkt. Nächster Satz, den lese ich erstmal vor. Wenn das Einreichen einiger Exemplare Ihrer Probearbeiten bei einem Porzellanbetrieb erfolgreich war, werden die Amateure zu einer Talentprüfung eingeladen. Und wir schreiben, wenn das Einreichen einiger Exemplare ihrer Probearbeiten bei einem Porzellanbetrieb erfolgreich war, werden die Amateure zu einer Talentprüfung eingeladen. Nächster Satz. Diese Prüfung besteht aus praktischen Arbeiten und einem Theorieteil. Und los geht's. Diese Prüfung besteht aus praktischen Arbeiten und einem Theorieteil. Besteht aus praktischen Arbeiten und einem Theorieteil. Nächster Satz.
Nach dem Bestehen dieses Tests beginnt die vierjährige theoretische und praktische Lehrzeit. Nach dem Bestehen dieses Tests, nach dem Bestehen dieses Tests beginnt die vierjährige theoretische und praktische beginnt die vierjährige theoretische und praktische Lehrzeit. Lehrzeit. Nächster Satz. In der Porzellanmanufaktur Meißen erlernen seit Generationen junge Porzellanmaler die Grundlagen der künstlerischen Gestaltung. In der Porzellanmanufaktur Meißen. In der Porzellanmanufaktur Meißen erlernen seit Generationen junge Porzellanmaler die Grundlagen der künstlerischen Gestaltung. Die Grundlagen der künstlerischen Gestaltung. Nächster Satz. Die Themen reichen von der Bleistiftzeichnung bis zu Farbmodellen. Und wir schreiben. Entschuldigung. Die Themen reichen von der Bleistiftzeichnung bis zu Farbmodellen. Die Themen reichen von der Bleistiftzeichnung bis zu Farbmodellen. Nächster Satz. Praktika sind in der Ausbildung ein unbedingtes Muss. Praktika sind in der Ausbildung ein unbedingtes Muss. Nächster Satz. Mit dem Meißner Lehrabschluss haben die Porzellanmaler auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Mit dem Meißner Lehrabschluss. Mit dem Meißner Lehrabschluss. Meißner von Meißen. Mit dem Meißner Lehrabschluss haben die Porzellanmaler auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Nächster Satz, vorletzter Satz. Wenn die Ausbildung beendet ist, sind sie aber noch lange nicht perfekt. Wenn die Ausbildung beendet ist, sind sie aber noch lange nicht perfekt. Sind sie aber noch lange nicht perfekt. Letzter Satz. Hierzu müssen Sie noch 10 Jahre in Ihrem Beruf gearbeitet haben und auch im Urlaub zeichnen, denn schon eine mehrwöchige Pause macht die Hand steif. Und wir schreiben,
Hierzu müssen Sie noch 10 Jahre, 10 als Text bitte, noch 10 Jahre in Ihrem Beruf gearbeitet haben. Hierzu müssen Sie noch 10 Jahre in Ihrem Beruf gearbeitet haben und auch im Urlaub zeichnen. Und auch im Urlaub zeichnen. Denn schon eine mehrwöchige Pause macht die Hand steif. Denn schon eine mehrwöchige Pause macht die Hand steif. Gut, das war's. Und jetzt kommen wir zur Verbesserung. Schau dir an, wie die Musterlösung aussieht und vergleiche. Die Überschrift: Porzellanmalerei. Nicht wenige junge Menschen sehen in der Porzellanmalerei ihren zukünftigen Traumjob. Punkt. Von den Bewerbern wird jedoch ein hohes Engagement erwartet. Punkt. Wenn das Einreichen und Einreichen groß einiger Exemplare ihrer Probearbeiten bei einem Porzellanbetrieb erfolgreich war, werden die Amateure zu einer Talentprüfung eingeladen. Punkt. Diese Prüfung besteht aus praktischen Arbeiten groß und einem Theorieteil. Punkt. Nach dem Bestehen, auch wieder groß, das Bestehen dieses Tests beginnt die 4-jährige theoretische und praktische Lehrzeit. Punkt. Und Lehrzeit natürlich mit einem H. Und in der Porzellanmanufaktur Meißen mit scharfem S erlernen seit Generationen junge Porzellanmaler die Grundlagen der künstlerischen Gestaltung. Punkt. Die Themen reichen von der Bleistiftzeichnung bis zu Farbmodellen. Punkt. Praktika sind in der Ausbildung ein unbedingtes Muss. Und das muss groß geschrieben werden. Mit dem Meißner Lehrabschluss haben die Porzellanmaler auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Punkt. Wenn die Ausbildung beendet ist, sind sie aber noch lange nicht perfekt. Punkt. Hierzu müssen Sie noch 10 Jahre in Ihrem Beruf gearbeitet haben und auch im Urlaub zeichnen, denn schon eine mehrwöchige Pause macht die Hand steif. Punkt. Ja, das war's. Ich hoffe, du hattest alles richtig. In jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg beim Deutschüben.